Hey Tilsamas, ja er Drake Hata. Liebe Haterschaft, ich grüße euch. Die Doku-Skript Drachenlord Hass, Mobbing und Verzweiflung wurde von Rainerle hochgeladen. Und ich dachte, ich opfer mich einmal fürs Team und lese euch den ganzen Scheiß einmal vor. Fakt ist, dass mir die Schweißperlen noch auf dem Gesicht zu stehen. Ich könnte reacten und dieses Video würde ungefähr 2 Stunden lang. Ihr würdet reacten und wir würden uns irgendwann an der Schanze treffen. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber nicht heute. Nicht zu Anfang. Lasst die Worte von Rainer auf euch wirken, so wie sie auf mich gewirkt haben. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann einmal an der Schanze. Metal off. Hallo, viele kennen mich als Drache oder Drachenlord. Manche nennen mich auch einfach Lord-Oger oder andere beleidigende Namen. Eine Doku über sich selbst, seine eigene Situation oder ähnlich zu machen, dürfte kaum als objektiv gewertet werden, da man sich selbst meistens ja immer versucht, selbst in einem möglichst guten Licht zu sehen. Mir ist natürlich bewusst, dass es auch für mich gilt. Auch wenn ich immer der Meinung bin, dass ich zu mir selbst am härtesten bin. Bekannt bin ich als Drache oder Drachenlord im Internet geworden, aufgrund von einer Vielzahl von Leuten, die mir Schlechtes wollen. Zugegebenermaßen habe ich selbst auch nicht gerade immer vorbildlich gehandelt und mal falsche Aussagen getroffen, gelogen oder auch mal falsch gehandelt. Eine meiner Schwächen ist beispielsweise auch, dass ich Ironie nicht deutlich wiedergeben kann. Angefangen mit YouTube habe ich am 11.11.2011 und mein erstes Video war damals eine kleine Ankündigung, dass in Zukunft Videos kommen, in denen ich zu Songs headbange, die mir gefallen. Damals habe ich nicht damit gerechnet und auch nicht geplant, daraus mehr zu machen, als nur einen kleinen privaten Kanal, der für meine Freunde, Bekannten und Arbeitsteiligen sein sollte. Hauptsächlich war er zum Lachen gedacht. Anfang Juli 2012 habe ich dann erfahren, dass meine Firma pleite ist und verkauft werden soll, da zu meiner Abteilung, in der ich damals gearbeitet habe, Leute entlassen muss. So kam es, dass ich an meinem 23. Geburtstag exakt einen Tag arbeitslos war, da ich zum 1,8 gekündigt war und am 2,823 wurde. Da ich damals schon hier und da ein paar Zuschauer mit meinem Kanal Drachenlord 1510, wie er damals geheißen hat, beschloss ich, was ich längst geplant hatte, mit einem zweiten Kanal in die LP-Szene einzusteigen. Am 01.08.2012 kam mein erstes Let's Play heraus auf dem Kanal Drachen Games LP, welches es inzwischen nicht mehr gibt. Die Let's Play-Szene ist hart und 2012 darin Fuß zu fassen war schwer, da die meisten Let's Player bereits seit 2006 angefangen hatten und die meisten Zuschauer unter sich aufteilten. Ich habe dann neben meinen Let's Plays und Headbang-Videos immer wieder auch über Zeitarbeit hier und mal da gearbeitet, meistens nie sonderlich lange. Naja, Zeitarbeit ist eben auch immer schwierig. Zu meiner eigenen Schande muss ich hier auch gestehen, dass es auch meistens an mir lag. Einen Job zu finden, der mir Spaß macht und den ich gerne mache, fiel mir schon nach der Schule mit 18 schwer. Es verging etwa ein Jahr, den genauen Tag und genauen Monat weiß ich nicht mehr, aber es müsste im Oktober 2013 gewesen sein, als ich meinen Hauptöck, den ich angefangen hatte zu vernachlässigen, wieder aus der Mottenschublade holte und überlegte, wie ich damit anfangen konnte, Geld, Barne, über YouTube-Videos zu verdienen. Natürlich war schon damals mit den LPs die Idee von Geld mit YouTube verdienen in meinem Kopf. Aber wie man sich denken kann, mit etwa 50 bis 80 Abos, die ich damals hatte, ist da nicht viel anzufangen. Ich entwickelte ein Konzept und habe angefangen, Infovideos zu machen, die echt scheiße waren. Dann ging es damit weiter, dass ich Vlogs gemacht habe und eine Serie namens Vier Drachen und der Metall, die damals auf meine vier YouTube-Accounts anspielen sollte. Das war dann etwa im Oktober 2013, als das Verhängnis anfing und mich bis jetzt fast 8 Jahre verfolgt, damals ahnte ich aber nicht davon. Ich habe mich damals in der Zeit beschäftigt, Foren und Webseiten zu gestalten und hier und da auf mich selbst an Programmierung versucht, mit teils Erfolgen. Etwa Ende Oktober ging es dann mit dem Hass los. Es fing relativ harmlos an, hier ein Hatte-Kommentar, da ein Gerücht, da negative Bewertung. Vor allem stürzten sich damals auf mein Forum und meinen Hauptack. Ich bin stur und wollte damals nicht nachgeben, habe es nicht eingesehen, mich einer Gruppe von Leuten zu beugen, nur weil sie meine Videos oder sonstigen Aktivitäten im Netz nicht mochten. So bin ich zwar auch nur noch durch inzwischen versuche, meinen Content anders zu gestalten. Was? Alter. So bin ich zwar heute
auch noch nur, dass ich inzwischen versuche, meinen Content anders zu gestalten. Ach so, meint er das. Anfang 2014 habe ich das Video hochgeladen und das hier mal zeigen werde. Fast jeder hat schon mal das Video gesehen, wen er oder sie von mir gehört hat. Meine größte Schande, was ich hier hochgeladen habe, finde ich. Ich sage in dem Video unter anderem meine Adresse. Ich möchte hier noch einmal zusammenfassen, warum das Video veröffentlicht wurde, warum ich so reagiert habe und der Auslöser war. Und warum, obwohl ich meine Adresse sage, heute das keine Rolle mehr spielen würde. Fangen wir mit dem Grund an. Der Grund für das Video war, dass ich eine E-Mail mit einer Warnung und einem Link bekommen habe. Ich habe damals noch versucht, Leute, die sich mit Metall nicht so auskennen, zu zeigen, dass viele Verurteile, wie beispielsweise, dass Metaller alles Nazis oder Satanisten sind, nicht stimmen. Dass sich Harter auf sowas stürzen, brauche ich kaum zu erwähnen, nehme ich an. Es ging dann so weiter, dass der Link in der Mail mich zu einem Forum weitergeleitet hat, das der NSBM-Szene angehört. Zur Erklärung, die NSBM-Szene, ausgeschrieben, nationalsozialistische Black-Metal-Szene, ist ein bedauerlicher Schandfleck in der Metallgeschichte und ist mehr oder weniger genau das Gegenteil von echten Metallern. Jedenfalls stand ich in der Mail, dass ich vorsichtig sein soll und auch, dass jemand in einem Forum Abteil mit dem Namen Drachenlord da Sachen gegen mich plant. Ich habe mich dann widerstrebender angemeldet, weil man nur so die Beiträge sehen konnte. Das war auch gar nicht mal leicht, denn die hatten einen Catcher, bei dem ich die Lösung erstmal googeln musste. Wurde nach einem Nazi-Begriff, Sänger oder ähnliches gefragt, ich weiß es nicht mehr. Damals war es dann so, dass ich, als ich es geschafft hatte, mich da anzumelden, die Beiträge durchgegangen war und unter anderem einen Beitrag über meine Schwester fand, mit ihrem damaligen Facebook-Profil bildend, ein paar Eckdaten, die damals stimmten, wie es heute ist, weiß ich nicht, und darunter die exakten Worte, wer geht jetzt hin, vergewaltigt die Schlampe und schickt dem Fettsack die Bilder davon. Zu dem Zeitpunkt hatte meine Schwester einen Freund und ihre Nummer bekam die auch irgendwie raus. Ich habe das erstmal gehasst, aber nichts unternommen, weil ich dachte, das seien nur Sprüche. Meine Schwester hatte ich gewarnt und dabei meinte sie, dass sie seit einiger Zeit Anrufe mit einer Computerstimme bekommt, dass sie auch schon Angst hat und die Polizei eingeschalten hat. Dabei riss mir dann der Geduldende. Wen man mich angeht, okay, das ist eben nicht zu ändern. Aber wen ich mit jemandem ein Problem habe, kläre ich das doch mit ihm und gehe nett auf seine Freunde, Familie oder ähnliches los. Jedenfalls ist das meine Einstellung. Daraufhin hatte ich etwas sehr Dummes. Ich schaltete meine Kamera ein und habe das Video aufgenommen, das ihr gesehen habt. Innerhalb von 30 Minuten habe ich das Video aufgenommen, gerendert und hochgeladen und auch wieder gelöscht. Das Video kann nicht länger als 5 bis 10 Minuten on gewesen sein und das reichte mir aber, um es zu kopieren und weitere hunderte Male hochzuladen. Ich habe das Video damals aus Liebe zu meiner Familie gemacht. Mein Gedanke war damals, dass ich auf diese Weise die Aufmerksamkeit von meiner Schwester oder anderen Familien wie Freunden ablenken könnte. Töricht, dumm und idiotisch, ich weiß. Aber wer hat noch nie mal was Dummes aus Wut oder Zorn gemacht? Um zum nächsten Thema zu kommen, zum Abschluss noch die Erklärung, warum das Video heute keine Rolle mehr spielen soll. Zugegeben, damals war es dumm, niemand wusste, wo ich wohne oder wer ich bin. Bin mir nicht mal sicher, ob damals schon mein Name, also Rainer, bekannt war. Aber inzwischen weiß ich, dass es nicht weniger Harter aus dem Umkreis von 50 bis 100 Kilometer um mich herum gibt.